So, die 48 Stunden sind vorbei. Wir hatten ein Fristgesetz und zwar Amir Arapur und Christian Prince, Gandabachapur und Christian Prince, unser Höfling. Da haben wir ein Fristgesetz, dass wir inshallah eine Debatte führen und zwar direkt bei denen, nicht bei mir jetzt in Berlin oder so. Ich würde ja auch nach NRW kommen, dass wir da inshallah eine Debatte führen mit meinen Kosten. Ich übernehme die Kosten. Ich würde auch den Ticket bezahlen für Christian Prince, wenn er außerhalb von Deutschland kommt. Habe ich gesagt, werde ich auch die Ticket bezahlen. Aber nein, die Frist, die 48 Stunden sind vorbei und die haben sich nicht getraut, sich nicht gemeldet bei uns. Anscheinend wollen die keine Debatte, die wollen weiterhin lügen übers Internet. Ja, übers Internet. Und das ist wieder mal der Beweis dafür. Also eigentlich ist doch klar, oder? Wenn jemand sagt, das ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, kommt zu Jesus und einige Hadithe erwähnt, ja, und diese Sachen klar und deutlich Lüge sind, man manipuliert wird, ja, und Sachen erstellen und zufügen. Und manchmal kommen die mit Sahih-Sachen an, aber da ist halt nichts, ja, wie letztens halt, was wir gezeigt haben mit Kamelurin, ja. Das war sogar gegen die gerichtet. Warum? Weil es ein Beweis dafür war, dass es halt in Medizin benutzt wird, ja, dass es bekannt ist, auch hier bei uns auf, in Deutschland. Uni.de haben wir schon gezeigt. Das Video ist auch sichtbar bei mir auf meiner Internetseite, inshallah, auf minus, also l-beginner.de. Da könnt ihr inshallah auch das Video sehen. Wir werden es auch hier nochmal in Beschreibung nochmal teilen. Einfach aufdrücken, dann könnt ihr auch sehen, dass wir das Video hochgeladen haben über unsere Internetseite. Also, 48 Stunden sind vorbei. Jetzt werden wir uns natürlich mit anderen Sachen konzentrieren. Wir werden natürlich die beiden nicht vergessen. Wir werden morgen inshallah noch ein Video hochladen. Und zwar David Wood, Englisch Untertitel. Inshallah. Das Thema ist eigentlich, ist auch Christian Prince auch betroffen. Nicht nur David Wood, auch Christian Prince ist betroffen, weil er immer wieder dieses Thema anspricht. Ja, es Widersprüche in der Bibel, im Koran und so weiter. Und das haben wir natürlich schon vor einigen Monaten, alhamdulillah, das Video fertig gemacht. Aber wir werden inshallah mit Untertitel morgen dann nochmal hochladen. Inshallah, wenn wir das schaffen. Also, 48 Stunden, immer noch vorbei, immer noch vorbei, immer noch vorbei. Jetzt werden einige sagen, ja, aber guck mal an, der Christian Prince, der ist doch immer Skype live dabei. Ramazan, komm doch mal skypen, hier, direkt, wozu? Ja, du weißt doch ganz genau, dass der Christian Prince nicht kommen wird. Also ich weiß es nicht ganz genau, dass Christian Prince nicht kommt, sondern ich glaube, ich vermute, dass er sich nicht trauen wird. Ja, aber kommen kann er, das ist nicht leicht, da war ja schon mal bei Amir gewesen, also so schwer ist das nicht, ja, dass man sagt, ja, der Christian Prince wird, das zeigt ja, dass der Christian Prince nicht kommen wird, wenn man es bestätigt, das zeigt ja, dass er nicht sich traut zu kommen, das ist ja eine Bestätigung, wenn er sagt, ja, guck mal, du weißt so ganz genau, dass Christian Prince nicht kommen wird, das ist ja eine Bestätigung, guck mal an, du weißt ja ganz genau, dass Christian Prince eine Feige ist, dass er nicht kommen wird. So kann man es ja nur verstehen. Aber warum machst du nicht über Skype? Ja, Skype ist ja jeden Tag drin. Ja, er hat dich doch schon eingeladen, Allahu alam. Ja, anscheinend hat er mich eingeladen, das haben einige Brüder gesagt, so und so. Jetzt, wieso debattieren wir mit diesen Dajjalius, das hört sich voll schön an, Dajjalius. Wieso debattieren wir mit diesen Leuten nicht? Erstmal, wir haben Gründe, wir werden es jetzt mal erwähnen, warum debattieren wir nicht übers Internet. Erstmal, Internet, das sind deren Portale, deren Internetseiten, ja, womit sie auch Zugriff haben, die Möglichkeit haben, uns zu unterbrechen, wo sie die Möglichkeit haben, weil wir das schon gesehen haben, was Christian Prince manchmal macht. Ja, einige Brüder wollten mit ihm debattieren, schon ein bisschen eine Weile her. Was hat er gemacht? Er hat leise gestellt, er hat die unterbrochen, er hat Donkey gesagt, Monkey gesagt, er hat die beleidigt. Dann haben wir auch das Video zum Beispiel mit diesem Shia Hamza gesehen, ja, dass sie ihn ausgelacht haben, dass sie einfach auf stumm geschaltet haben, dass sie ihn gar nicht ausreden gelassen haben. Ja, im Internet ist es halt so, im Internet ist es unseriös, es ist einfach nur Kindergarten pur. Kindergarten pur, Gandabachapur, immer noch, ja. Und daher, ja, also es gibt mehrere Gründe. Internet, wenn man wirklich unter Männer debattieren will. Ich meine, früher, wie hat man Debatten geführt? Hat man es übers Internet gemacht? Nein, man hat immer Debatten. Die seriösesten Debatten sind vor Ort, live. Ja, das ist ganz andere Feeling, ganz anders. Die Atmosphäre ist ganz anders. Man kann über Internet, sitzt du so da, ja, mit deinen hier, so, so, ja, das ist so und so geschrieben. Da bist du nicht mehr so. Da wirst du beobachtet. Also ich meine jetzt, ja, beobachten im Sinne, dass du da, dass wir ganz genau gucken, Mimik und so, jede Fehler zählt da. Und das ist natürlich seriös. Das ist ganz anders. Ja, das ist ganz anders. Und daher
Ich will ja meine letzte Debatte führen. Das ist nicht so, dass ich jetzt mein Leben lang jetzt mit Küssen Armin Arapul beschäftigen will. Und ich weiß nur, dass ich eine einzige Live-Debatte brauche. Und dann sind die vorbei. Für immer und ewig. Vorbei. Game over. Game over. Und daher, also erstmal, die beleidigen, die beschimpfen. Das sind deren Portale. Ja? Und dann beschimpfen die, beleidigen den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Wir dürfen mit diesen Leuten nicht debattieren. Normalerweise auch nicht live debattieren. Ja, aber im Internet auf gar keinen Fall, weil live sieht es anders aus. Schimpfwörter wie Donkey, Abdul und bla bla bla, immer so machen und dann immer wieder nicht ausreden lassen. Das wird nicht vorkommen live. Unmöglich, dass diese Menschen sich so auf diese Art und Weise trauen. Es ist meistens immer was, immer vom PC so. Und zum Beispiel mit Elia war es ja genauso, als er mit dem Bruder halt debattiert hat. Da war es ja ganz anders gewesen auf einmal als Live-Debatte. Ganz anders. Es war schon ein bisschen anders gewesen. Ne? Und davon gehe ich auch aus, dass es dann anders wird, seriöser wird. Da werden auch einige Brüder da sein, einige Christen sein. Es wird auch was Schönes sein, so eine schöne Atmosphäre, mal was Neues. Und nicht immer hier seit Jahren hinter PC sich verstecken und hier Debatte, komm live. Immer Wiederholungen, immer wieder normale Wiederholungen. Ist doch langweilig. Ist doch wirklich langweilig. Ja? Das ist doch Tatsache, dass es gar keinen Spaß macht. Ja? Wenn man wirklich will, also wenn man ein Mann ist, wenn man zu seinem Wort steht, wenn man ganz genau weiß, dass man halt die Wahrheit spricht, dann wird man auch kommen, inshallah. Und dann wird man auch versuchen, auf seriöseste Art und Weise zu debattieren, zu diskutieren, ein Gespräch zu führen, inshallah. Wie im Gerichtssaal, inshallah, werden wir dann ein Gespräch führen, inshallah. Aber übers Internet ist es halt anders, ja, Beleidigungen, Beschimpfungen, Man geht gar nicht das Thema ein, man manipuliert immer noch mit irgendwelchen Internetseiten, man blendet nur das ein, was man sehen will, ja, dann liest man es nicht vor, man lässt nicht ausreden, am Ende, das macht keinen Spaß, das macht einfach keinen Spaß, ist auch nicht seriös, unseriös. Aber live muss man ein Mann sein, man muss erstmal ein Mann sein, dass man antretet, ja, und daher, wir werden auch, ja, subhanallah, es gibt sogar Christen, die sagen, passt mal auf, dieser Christian Prince, arabische Christen, die sagen, passt mal auf, dieser Christian Prince ist so ein Lügner, nachdem ich jetzt das Video gemacht habe, dass sie sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, bitte, sag Bescheid, wann du mit diesen Christian Prince debattieren wirst. Wir werden sogar kommen als Christen und werden eure Quellen zeigen, dass die falsch interpretieren. Könnt ihr euch mal vorstellen, dass wir Christen schon haben, arabische Christen, die das zugeben, die uns sogar dabei, was heißt helfen, die sogar, ja, nee, weil die halt nicht also mit Christian Prince in einer Meinung sind, weil die sind ganz anders, ein bisschen ruhige Christen, halt, sind halt Christen, ja, syrische Christen und so weiter. Und die wollen sogar was machen, die wollen mit Christian Prince Christen, die halt die Wahrheit zeigen wollen. Die sagen, passt mal auf, dieser Hadith ist zum Beispiel so und so weiter, das ist nicht so zu verstehen, das ist falsch, was Christian Prince macht, bitte, wir entschuldigen uns bei euch Muslimen und so weiter. Ja, das haben wir hier auch und so weiter. Also deswegen, also eine Live-Debatte ist richtig schön und angenehm, aber was haben die gemacht? Die haben es abgelehnt. Armin Arapul wird es natürlich ablehnen, weil er gar kein Wissen hat, ist einfach nur ein Höfling, er hat keine Ahnung über die Bibel, er weiß nicht mal, was da geschrieben steht, er hat keine Ahnung, 0,0000, er weiß einfach nicht, er weiß gar nicht Hadithe, was die zu bedeuten haben, was Hadithe bedeuten und so weiter, er liest einfach nur ab, was Christian Prince ihnen halt vorschreibt, einflüstert und die 48 Stunden sind vorbei. Wir wollen nicht viel darüber reden. Aber es war schon klar, dass diese Menschen sich nicht trauen, ja, weil diese Menschen wollen einfach nur hinterm PC sich verstecken, ja, und dann einfach nur irgendwelche Sachen einblenden. Das ist doch Kindergarten. Ist das nicht Kindergarten? Das ist ja nicht so, das geht jetzt nicht ums Internet, nicht unbedingt. Aber Christian Prince ist es ein bisschen anders, aus dem Grund, weil dieser Mensch, dieser Gestalt beleidigt, beschimpft, den Propheten beleidigt, Muslime beleidigt, dann manipuliert, Sachen nicht einblendet, nicht ausreden lässt, ja. Und bei Armin Arapul ist er genauso gewesen mit dieser Shia Hamza. Es war nicht anders gewesen, die haben einfach stumm geschaltet und einfach, guck mal, haben ihn gar nicht ausreden lassen, nichts. Ich meine, wir sind jetzt nicht wie Shia Hamza oder so, nicht, dass man mich falsch versteht. Aber am Ende ist es trotzdem, muss es ja Fairplay bleiben. Und bei diesen Leuten gibt es einfach kein Fairplay, ja. Aus diesem Grund muss man mit diesen Leuten live debattieren. Und weil es für uns verboten ist mit denen, weil live ist anders.
Live, wie gesagt, ist anders. Das haben wir schon gesehen. Da gibt es wieder weniger Beleidigungen, weniger Beschimpfungen. Da weiß man ganz genau, ja, da steht man vor Gesicht. Wenn da was kommt, dann kann es auch platzen, ja. Da weiß man ganz genau, okay, die sind gerade vor uns, ja. Puh, ja, lieber sage ich das lieber nicht, ja. Oder soll ich noch sagen, den Ramadan Abdul? Nee, lieber nicht. Da stehen dann noch 50 hier Muslime noch vor mir, ja. Ist anders, ja. Da wird man sich auf jeden Fall benehmen. Werden wir da auf jeden Fall sehen, dass er sich benehmen wird. Ja, das werden wir sehen. Und dann werden die sagen, ja, die Muslime beleidigen auch. Wenn irgendjemand unten schreibt, in der Beschreibung, in Kommentare, Düdsohn, dann heißt es ja nicht, dass er Muslim ist. Ich weiß ja gar nicht, wer es überhaupt ist. Deswegen ist es auch viel schöner, viel angenehmer, wenn man die Gesichter sieht. Wenn man sieht, also ich will gar nicht scharf auf sein Gesicht von Christian Prince. Ja, wir haben ja sein Gesicht hier. Das ist ja, es gibt da Bilder von ihm und so weiter, wo er behaart ist. Ja, wo er, eigentlich würde ich ihm das allererste, was ich ihm geben würde, wäre ein Rasierer. Sag ich ganz ehrlich. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich mit ihm eine Debatte führe, dann wird er sowieso rasiert werden. Ja, dann wird er komplett seine Haare ausfallen. Aus diesem Grund habe ich natürlich gedacht, Rasierer können wir auch sparen. Ich sage ganz ehrlich, wenn so eine Debatte zustande kommt, werden wir die zerstören. Wir werden diese Leute so widerlegen, dass sie nicht mehr schlafen können. Die haben keine Ahnung, was denen erwartet. Ja? Das wird nicht hier wie im Internet sein. Das wird richtig agro sein. Ja? So dass wir, also agro meine ich jetzt, die Themen, was wir ansprechen werden, werden vertieft sein. Wir werden aus Büchern zeigen, aus Geschichtsbüchern, aus deren Büchern, aus deren Quellen, aus deren Bibel. Ja? Alles vor. Ja, alles da, ja, dass Jesus nicht Gott ist, dass im 1., 2., 3. Jahrhundert die Trinität gar nicht entstand, dass sie später entstanden ist. Das ist alles steht bei den Quellen geschrieben, nicht im Koran. Und dann werden wir das natürlich einblenden und dann nochmal einblenden, dann die ganzen Stellen aus der Bibel. Dann nehmen wir erstmal die ganzen Stellen aus der Bibel, wo Jesus Gott ist und die widerlegen wir direkt. Und danach die ganze, wo Jesus, die Trinität, werden wir selber erwähnen. Ihr werdet von meinem Munde die Trinität erstmal hören und danach zeigen wir die Trinität. Dass es gar nicht die Trinität die Rede ist, gar nicht um die Trinität geht, dass es gar nicht um den Glauben geht an Gott. Ja, das hat sogar der eine gesagt, der Heuchler, ja, der hat sogar gesagt, ich muss das wirklich mal irgendwann mal, inshallah, mal hochladen, der meint, ja, die Trinität, ja, der Heilige Geist und dies und das, das hat doch nichts mit dem Glauben zu tun. Guck mal, subhanallah, er meinte, das hat doch nichts mit Gott zu tun. Wie können die Christen nur daran glauben, sagte er. Und heute ist er jetzt wieder Christ geworden. Subhanallah, yani. Ach. Also auf jeden Fall, ja, wir werden systematisch eingehen, inshallah, systematisch, ja, und es wird so schön und riesen Spaß machen, deren Gesichter zu sehen, nicht deren Gesichter, weil wir scharf sind auf deren Gesichter, nur auf deren Mimik, wie verzweifelt die sein werden, inshallah, verzweifelt werden die sein, die werden stottern, zittern, Angst haben, die werden nie wieder Videos machen, Allahu alam, klar, die werden immer noch Videos machen und diese ganzen, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die Leute, ich will jetzt nicht, dass mein Video gelöscht wird, ja, weil ich kann es mir nicht mehr erlauben. Ja, die melden immer wieder meine Videos und die werden irgendwie rausgenommen. Auf jeden Fall, diese Leute, die halt irgendwie nicht richtig ticken, sagen wir mal so, die werden die so oder so immer. Die AfD-Leute, die Leute, die diese Islam sowieso von vornherein hassen, die werden sowieso diese Leute unterstützen. Klar, immer und ewig, egal wie gut wir argumentieren, wie gut wir die widerlegen. Das ist nicht das Thema. Ja, aber es geht nur um Leute, die Verstand haben, Leute, die wirklich auch die Wahrheit suchen, aus dem Herzen aus die Wahrheit suchen. Und die werden alle sehen, das Amir, Amir, ja, wer ist Amir? Dann will man es nochmal einblenden hier, wo er den Christen beleidigt, ja? Damit wir das auch mal sehen können. Ja, wie er den Christen beleidigt, liebe deine Feinde, ich liebe dich, aus dem Herzen aus. Ja, nein, du hast ihn beschimpft mit... Ja, mit weiß schon, was ich meine, ja, mit was du ihm beschimpft hast. Also nicht viel zu reden, Debatte ist geplatzt, leider, aber so wär's, so würde einfach eine Debatte dann ablaufen und nicht anders, dass wir systematisch eingehen, dass wir sogar über die Trinität erstmal anfangen, die Trinität widerlegen, Jesus Gott in der Bibel komplett die Eigenschaften Gottes, mit Jesus nicht, dass das mit Jesus nicht vereinbar ist, in der Bibel alles. Und diese Hadith, satanische Verses, wenn wir einfach drei Minuten durchlesen, von einem Araber, der nicht Muslim ist, und ping, fertig. Ja? Entweder nehmen wir das an, das ist ja nicht Muslim dann. Ja? Wenn ein Araber das liest, der nicht Muslim ist, und er sagt, hier steht geschrieben, dass Ibn Kathir gesagt hat, dass der Hadith nicht sahih ist, Game over, vorbei, packt nächstes Thema. Safira radiallahu anha. Safira radiallahu anha, dass sie halt
freiwillig geheiratet hat, den Propheten gewartet hat, dass er einen Traum gesehen hat. Ja, pack, fertig, vorbei. Freiwillig geheiratet und sie hatte kein Problem gehabt und sie hat sogar Hadithe überliefert. Es gibt mehrere Hadithe, die sie überliefert hat und sie hat sogar Uthman radiallahu anhu, nachdem der Prophet gestorben ist, noch unterstützt, geholfen, ja, und ihr Essen gebracht. Also sie hat die Muslime noch weiterhin unterstützt. Wenn sie so wäre, da hätte sie nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam irgendwie das Land verlassen, irgendwo anders hingegangen. Nein, sie hat sich da noch aufgehalten als Muslima und sie ist als Muslima gestorben. Und als Safia gestorben war, da war ja schon, das war ja so ein bisschen später gewesen halt. Und da haben die Sahaba sich alle, waren traurig gewesen, die ganzen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja. Weil die Barmatch, weil es ist ja Bekanntheit, dass Safia eine große Frau war, eine Frau mit Würde war. Eine Frau, die sich, yani, subhanallah, yani, nicht eine normale Frau war, die sich für die Muslimen eingesetzt hat und so weiter. Und die sagen, was, Safia wurde vergewaltigt. Pack, 4, 5 Hadithe, weg das Thema. Dann kommt das dritte Thema. Was gibt's da noch? Ich weiß gar nicht, was gibt's da noch? Mir fällt ja gerade nichts ein. Stillen des Erwachsenen, das könnte man vielleicht auch noch nehmen, aber wozu? Okay, da können wir auch nochmal von Ibn Abbas, von Abdullah bin Masud, von Sayyid Musayyib, von Ubaidullah bin Abdullah, von Tabi'in, von Propheten und so Hadithe zeigen und sagen, guck mal hier, Aisha, das gibt's gar nicht, das ist gar nicht so gemeint, wie ihr versteht. Pack ist auch welches Thema. Und dann kommen wir zu Jesus Gott in der Bibel. So leicht ist es. Weil was haben die dann noch? Ich weiß gar nicht. Mir fällt da gerade nichts ein. Muss man natürlich mal gucken. Ja, vom Videos, ja. Oder Urin, Kamelurin. Das können wir auch nochmal aufzeigen. Uni.de und andere Internetseiten und wissenschaftliche Seiten und dies und das, dass das halt zu Medizin gehört. Dass das eine Heilung ist, ja. Und nicht, dass es was Schlechtes ist, ja. Und dass man es halt wenig einnimmt. Und nicht, dass man jetzt einen ganzen Flasche Glas trinkt wie Wasser, ja. Von Urin. Also, dass man das vermischt mit Milch und wenig vermischt und nicht das zum Getränk nimmt. Ja, das ist auch wieder vollkommen falsch. Ja, das war's. So hätten wir die Debatte gemacht. Und zwar schön live. Ich hätte mich voll motiviert. Also einige Araber hätten teilgenommen. Muslime, Nicht-Muslime und so weiter. Und dann hätten in NRW, gibt es ja viele Brüder, Geschwister, die uns unterstützen. Gibt es auch viele Christen, die halt dann Amir unterstützen. Die wären auch alle da gewesen, live, schön, gut, ja, so 200 Leute vielleicht, vielleicht in einer Kirche, ja, vielleicht also in Berlin hätte ich jetzt zum Beispiel in einer Kirche gemacht, ich kenne eine Kirche, da hätten wir die Kirche gemietet, Alhamdulillah, für 300 Euro, ja, und hätten, Alhamdulillah, ja, eine Debatte geführt in Berlin, aber ich weiß ja ganz genau, dass Arme sich niemals traut, nach Berlin zu kommen, deswegen habe ich gesagt, komm mal, ich komme zu dir, in deiner Nähe wird die Debatte stattfinden, ich komme sogar zu dir, ich übernehme die Kosten von Christian Prince und dann werden wir inshallah eine Diskussion führen und dann werden wir inshallah sehen, wer die Wahrheit spricht und live und nicht hinterm Internet, dass man sich versteckt und so irgendwelche Sachen einblendet, das ist Internetglaube. Wir haben nicht Internetglaube, wir haben hier Bücher, guckt mal an, wir haben hier Bücher. Jetzt wird sagen, hey, du machst auch im Internet, aber wir haben hier auch Bücher. Wir lesen aus Büchern und nicht nur aus dem Internet. Ja, wir haben mehr christliche Bücher als sie. Wir haben mehr christliche Bücher als sie, da bin ich mir 100% sicher, dass wir mehr christliche Exegeten haben, mehr Bücher, Geld ausgeben, damit wir auch Wissen haben, weil wir auch wissen, es geht um Wissen, als diese Gestalte. Nun, aber die wollen sich hinter Internet verstecken, die wollen nicht live debattieren, die trauen sich das nicht zu, weil die ganz genau wissen, dass sie live blamiert werden, ja, weil sie ganz genau wissen, dass sie nur Schande bringen, weil die ganz genau wissen, dass sie nichts drauf haben, weil die ganz genau wissen, dass die, ja, was wollen die kommen? Mit welchen? Was wollen die kommen? Dann der Prophet Sallam hat Juden umgebracht. Nein, hat er nicht umgebracht. Nachdem der Judentum in Medina, in Khaybar erobert wurde, hat er den Juden sogar die Hälfte nochmal zurückgegeben. Ja, weil die nur einfach dieses Angebot gemacht haben, hat er die Hälfte des Grundstückes hat er denen zurückgegeben. Nur weil die Juden das Angebot gemacht haben, er hat erlaubt. Er hat die Juden eigentlich alles erlaubt, was sie gefragt haben. Könnt ihr euch mal vorstellen, die Juden haben gefragt, dürfen wir dann hier dieses Grundstück haben, meint ihr? Ja, okay. Dürfen wir dann gehen? Wir wollen nicht bekämpfen, wir wollen verbannt werden. Ja, ihr wird verbannt. Ja, aber ja, jetzt sollen die nicht kommen mit Benny Kureysa. Benny Kureysa wollte das nicht. Benny Kureysa wollte genau das Gegenteil. Die wollten kämpfen und den Propheten töten. Ja, und daher haben die auch diese Strafe bekommen. Das hat auch der eine Heuchler auch bestätigt. Mehr gibt es dann nicht zu reden. Ja, Debatte ist geplatzt. 48 Stunden sind vorbei. Ich werde mich jetzt wieder auf andere Sachen konzentrieren.
auf die Videos konzentrieren, die ich schon so oder so vorhatte, inshallah. Weil es war alles spontan jetzt gerade. Und wir werden inshallah mehrere Videos noch machen. Es kommt noch im Februar inshallah ein Video, dass Paulus gar nicht so existierte auf diese Art und Weise. Ja? Dass Paulus der Christen, dass er auf diese Art und Weise nicht existierte. Nicht existierte. Das werden wir zeigen. Was? Aus dem Koran? Aus dem Sunna? Aus islamischen Büchern? Aus islamischen Quellen? Nein. Das werden wir aus deren Büchern, deren Quellen aufzeigen. Inshallah. Like a soldier, I'ma stand up and pray for my Lord. Like a soldier, I'ma fast my 30 days for my Lord. Like a soldier, calculate the cat and pay for my Lord. Like a soldier, Hajj and Umrah gets made for my Lord. Like a soldier, I don't need to bust my God to be a soldier. So they can say what they want, I'm a soldier.